Leute, ich hatte ja in dem vorigen Video schon angekündigt, dass ich zu Zayak fahre und da ein bisschen was einkaufen werde. Und ich wollte euch das jetzt vielleicht mal, oder ich wollte euch das jetzt mal zeigen, was ich mir da alles so geholt habe, weil das ja auch so ein bisschen mein Geburtstagsgeschenk von meiner Tante war. Und ihr seht jetzt gerade hier meinen zusammengeklappten neuen Auslauf. Ich kann euch mal zeigen auch, der ist hier so, man hat hier so aufklappt mit so Scharnieren. Der ist richtig groß, also in der Länge 2,40 und in der Breite 1,20. Also der ist wirklich groß, wie ich finde. Und ich glaube, groß passt auch fast gar nicht in mein Zimmer. Und hier ist so das Gehege von Blume. Ihr seht, sie hat hier ordentlich in ihrem Sandbad rumgewühlt. Und ja, ich fange mal an. Als erstes das da Humble Fresh. Das würde ich mal ausprobieren und euch das vielleicht auch von ein Review zeigen, wenn ihr da vielleicht Lust zu habt, kommentiert einfach mal in den Kommentaren. Ja, das ist halt hier, wie ihr seht, das sind so Flockenteile, Bedding for all small animals, birds and reptiles, steht da halt nur so drauf. Und ja, das hatten sie, wie ihr seht, ein bisschen runtergesetzt. Ja, das habe ich gesehen und habe ich gedacht, nimmst du mal mit, weil ich das sonst in jedem Zooladen gesehen hatte. Ich hatte das nur bei Happy Animals Happy gesehen, dass sie das hat und ich wollte es mal ausprobieren. Ich stelle es da alles schön mal dekorativ hin. So, dann brauchte ich Sand. Und irgendwie habe ich nur den von GR Farm jetzt gefunden. Diesen Chinchilla-Sand. Das sind jetzt 4 Kilo. Der hat 10 Euro gekostet. Steht das noch irgendwo? Nee, wahrscheinlich jetzt nicht. Aber er hat 9,99 Euro definitiv gekostet. Das weiß ich. Ist halt nichts Besonderes. Ist halt Sand einfach. So, mit was machen wir denn mal weiter? Dann gab es, okay, die sind jetzt ein bisschen eingestaubt und dreckig, aber die gab es dann noch, diese Wiki-Bäder für 12,99 auf jeden Fall. Die sind echt wirklich klein, also wenn ihr hier meine Hand so, die sind wirklich nur was für Robos oder Zwerghamster. Oder für kleine Zwerghamster, ich werde es jetzt wahrscheinlich für Findus nehmen. Muss ich mal gucken, aber die gab es ja sonst nur bei, wie ist der nochmal zu... Auf jeden Fall, ich habe da auch noch was anderes von gekauft, kann ich euch nachher mal zeigen. Also seht ihr dann auch gleich. Ja, das fand ich extrem süß und wollte es auf jeden Fall haben. Ich wusste gar nicht, dass sie die da noch haben. Ich habe mich so tierisch gefreut, als ich diesen Ständer, sag ich jetzt mal, oder dieses Regal da gesehen habe. Und ja, ich finde es extrem süß vor allen Dingen auch. So, dann machen wir mal damit weiter. Eine Korkröhre. Irgendwie kostet da ein Kilo Kork 9,99 €. Habe ich einmal eine Korkröhre geholt, die stelle ich mal dahin. Dann so ein, das ist keine Röhre richtig, sondern eher so, was ist das, so ein Tunnelding. Kann man halt schön einbuddeln und sieht dann halt aus wie eine Röhre. Das fand ich ganz hübsch, das stelle ich mal da so mit hin oder da oben drauf. Sieht besser aus, glaube ich, wenn ich so genau. Dann habe ich noch ein Kork Ding geholt, was man so einbuddeln kann. Dann ist das halt so ein kleines Ding noch. Und bei mir waren es, glaube ich, 1,11 Kilogramm. Muss man sich halt abwiegen lassen da. Und wo ich mich auch richtig gefunden habe, war Carefresh Nature. Ich habe gedacht, Carefresh Nature gibt es nur in so weiß Creme, aber das ist ja richtig braun. Das habe ich geholt, weil ich ja dieses Konfetti habe, aber ich möchte das mal in einer natürlichen Farbe haben. Könnte ich euch auch ein Review von geben, wenn ihr das gerne haben möchtet, wie man das so finden. Das sieht halt immer nur so schön aus. Ich glaube, es ist eher was fürs menschliche Auge wahrscheinlich. So, dann geht es weiter mit einem Napf, der hier in der Dose noch ist. Elfenbeinfarben ist der. Den habe ich für Findus gekauft, weil er halt leider über sein extrem schwer rüberkommt inzwischen. Das sind die von Living World, diese Näpfe. Die gibt es auch in rosa und so, aber ich mag das halt lieber schlicht. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube, ihr könnt das so, genau, so kann man das ganz gut sehen. Die sind halt so angeschrägt. Genau, Living World, das ist der kleinste. In Elfenbein habe ich mir den ausgesucht jetzt. Den stelle ich mal da so hin. Packen wir mal weg. Dann habe ich meinem Hund noch was mitgebracht. Das sind Fischleckerlis. Also mein Hund frisst alles, aber naja, ich habe jetzt gedacht, nimmst du mal die mit, freut er sich. So, stelle ich mal da so hin. So. Dann ist eine Tüte schon mal leer. Es war ganz schlimm bei mir. Also, ich habe zu viel gekauft. Dann habe ich
Starry-Kolben gekauft. Ein bisschen gedödelt jetzt, also zurück und so, aber geht noch. Die haben da 2,90 Euro gekostet. Ich hatte vorher noch nie Starry-Kolben. Sieht man das jetzt nicht? Gut. Stell ich die mal da hinten hin. Da sieht man es besser, glaube ich. Dann habe ich noch gekauft einmal Sommerernte. Die Erkan, da ist alles gemischt drin mit Getreide und so. Dann, die werde ich halt nicht meinen Zwergen geben, sondern nur Blume dann. Weil hier sieht das auch so Gerst, also Getreide und so. Und das hat 1,99 gekostet. So, ist auch relativ groß, wie ich finde. Dann haben wir hier Wildgräserernte. Immer so. Die haben, glaube ich, hier steht gar kein Preis mehr drauf. Doch, da. Auch 1,99 kostet. So. Also es gibt halt so die Sachen hier, zum Beispiel wie das hier. Das kriegt ihr nicht im Online-Shop oder Carefresh, glaube ich, auch nicht, und Tumblefresh, aber naja, gut. Ich war da jetzt einmal und ich müsste jetzt auch nicht nochmal hin. Dann habe ich nochmal Flachs nachgekauft hier. Hat auch 1,99 gekostet. Weil ich meinen irgendwie nicht mehr finde, aus irgendwelchen Gründen. Ich verstehe es auch nicht, aber gut. Dann haben wir hier einmal Fett für 3,50 Euro. Ich glaube, das sind 500 Gramm oder wie viel sind das? Steht das irgendwo? Ah, 500 Gramm, genau. Sind das Kolbenhülse. Habe ich geholt für 3,50. So. Stelle ich einfach mal so dahin. Dann mein Highlight, mein persönliches. So. Also hier habt ihr das nochmal im Blick. Also mein Highlight kommt gleich. Erstmal habe ich hier jetzt noch so, allein wegen der Verpackung wahrscheinlich schon, das sind so Karottenleckerli. Kriegt natürlich ein Ono-Blume. Haben 2,99 gekostet. Die fand ich extrem süß. Die hatte ich schon mal irgendwo gesehen, aber habe sie dann doch nicht gekauft. Und dann mein Highlight, ein weißes Zorizont. Öhrchenbart. Also das Michi-Bart da ist auch eins meiner Highlights, aber das ist echt so. Ich hatte immer im Internet geguckt, ob es die irgendwo gebraucht gibt in weiß oder so. Ich habe ja das lilane Sitterbar da hinten, seht ihr das Öhrchen bei Blume drin stehen, aber ich wollte halt immer ein weißes von Zorizont irgendwie. Und dadurch, dass es die halt nicht mehr gibt, also die werden halt nicht mehr hergestellt. Und als ich das gesehen habe, ich bin so irgendwie gefühlsmäßig ausgerastet. Aber ich finde halt weiß ganz schön, weil es halt ein bisschen mehr natürlich aussieht, als wenn man es jetzt eine rosa oder so hat. Also ist mein Empfinden immer. So, dann ist die zweite Tüte leer. So, dann haben wir hier noch was. Genau. Dann habe ich einmal, weil Findus noch keine Toilette hat, habe ich hier so eine geholt. Sind ja eigentlich diese Näpfe, hat 6,50 Euro gekostet. Ich finde das irre teuer für so eine Ecktoilette, aber naja, gut, dann hat er jetzt auch einer, ist halt so ein Kaninchen drauf. Finde ich jetzt nicht so sonderlich schlimm, dass ich sagen würde, wegen dem Panikel nehme ich es nicht. Dann habe ich für Blume, die hat ja nächsten Monat Geburtstag, so einen kleinen Napf gekauft. Knabbernapf heißt der von Grainless. Habe ich den jetzt mit Rosenblüten genommen. Es gab den auch mit anderen Sachen noch drin, aber ich fand den mit den Rosenblüten jetzt ganz schön. Und dann, was es auch bei Zoozons gab, so Kühlfliesen habe ich zwei geholt. Hatten wir auch noch ein paar von da. Einmal für Blume auf jeden Fall eine, weil sie ja ein Haus ohne Keramikdach hat. Und vielleicht für Findus oder so auf jeden Fall. Zwei Stück habe ich da mitgenommen für 5,99. Irre teuer. Ich finde, werden wahrscheinlich viele denken, ja, wieso kaufst du nicht einfach so eine Fliese aus dem Baumarkt? Ist größer und günstiger, aber sieht halt schön aus. Und ja, wir kommen mal dahin, so, wenn das da stehen bleibt. Genau, perfekt. Und dann wollte ich unbedingt von Hugo so ein Haus haben. Es gab die auch noch in Rund. Da waren die aber teurer, 4 Euro. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass es bei den Runden so ist, dass die Streben so sind, hatte ich Angst, dass die da irgendwo, die haben es da sich verhaken können. Und das habe ich jetzt auch für Blume genommen. Ja, das hat 10,99 gekostet, das Haus. Ja. Ich fand es ganz schön. Sieht halt schön natürlich aus. Ein bisschen wie so ein Tipi, habe ich gedacht. Ja, das werde ich hier oben lackieren, denke ich. Damit sie da nicht drauf pinkeln. Also schon pinkeln kann, wenn sie
das tut, aber es halt nicht so fleckig wird. So, stellen wir mal dahin. Und dann das letzte jetzt müsste das sein. Oh, habe ich hier schon mal alles im Überblick. Dadurch, dass Findus Laufrad ja momentan auf seinem Fall steht, schütteln, fand ich das immer bisher jetzt nicht so gut. Und dann habe ich jetzt, die haben ja da die Getzo-Sachen. Und Getzo hat ja jetzt auch so ein Dreikammernhaus mit einem nicht Granitdach, sondern auch so einem Steindach integriert. Da hatte ich erst überlegt, ob ich eins für Blume mitnehme. Aber da habe ich gedacht, irgendwie wollte ich erst so ein Zweikammernhaus nehmen, aber es war so klein. Und dann habe ich eine Ebene geholt. Da kann ich dann für das Laufrad draufstellen. Da könnte ich euch auch ein Review zugeben. Also wenn ihr von irgendetwas von diesen Dingen hier ein Review sehen wollt, oder auch von dem hier, schreibt es einfach in den Kommentaren. Ich denke, von dem Carefresh oder von dem Tumblefresh werde ich sowieso eins machen, weil ich das vielleicht mal auch für euch ganz interessant finde, weil es ja immer so Diskussionen manchmal gibt, wie das ist und so. Und ja, genau. Dann ist das hier noch, das stelle ich dir auch nochmal zu. Und dann, das war echt, ich glaube, wir waren 4 Stunden in diesem Laden drin. Also, es gibt ja diesen Film auf YouTube hier. Ich überlege gerade, wo ich das hinstelle. Ich glaube, ich stelle es dann mal hier oben drauf. Genau. Dann könnt ihr das alles gut im Überblick einmal sehen. So. Und da sah es echt anders aus. Also ich muss ehrlich sagen, einmal hinfahren würde ich. Aber jetzt ein zweites Mal weiß ich nicht. Weil es ist halt von uns aus echt 2,5, 3 Stunden ungefähr. Und ja. Ob sich das nochmal lohnt, weiß ich nicht. Deswegen hier einmal nochmal alles im Überblick. Korkröhre, Carefresh, Tumblefresh, Hundeleckerlis, Napf, Witchy, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Bad, Kühlfliesen, Leckerlis, Rosenblütennapf, dann Sand, Korkröhre, Ebene, Dari, Korkröhren, Dingster, keine Ahnung was, dann Gräser, Flachs, Ecktoilette, Öhrchenbad, Haus und nicht Dari-Kolben, auf jeden Fall Hirse, irgendwie sowas war es. Ich kann es mir nicht merken, es ist schlimm. Ja, auf jeden Fall, das war so das, was wir da gekriegt haben, also was ich mir da gekauft habe. Es war auch ziemlich teuer, muss ich ehrlich sagen. Also, das war jetzt so eine einmalige Sache und nochmal machen würde ich das nicht so viel Geld ausgeben dafür. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, ciao!